Willkommen zurück bei Let's Play Witcher 1. Tut mir leid wegen der Kürze der vorherigen Folge, aber das war nur eine Testaufnahme. Jetzt weiter. Ich bin. Es gibt. Ihr hättet das. Ich weiß, ihr seid ein. Das. Helft. Einverstanden. Und sagt Ritter. So, gut. Wir sprechen mit Rittersporn, der sich direkt in ein Haus versteckt. War ja klar, dass sie das wussten. Geralt. Rittersporn. Tresore aus Mahakam, von Gnomeningenieuren entworfen. Meisterhafte Verschlusszauber. Das ist gut. Kampferprobte Kriegsveteran. 500 Jahre Erfahrung. Das alles, damit ihr Geld sicher ist. Absolut sicher. Aber sehr sicher. Glaubt den großen Worten nicht. Die Kräfte sind im Gleichgewicht. Gerüchte über aus der Bank gestohlene Reichtümer haben Lebensmittel- und Waffenhändler angelockt. Immer. Reichtümer, die Menschen vorher wie Waldi gestohlen. Das stimmt. Die Skoyatel geben es nicht zu, aber der Freiheitskampf ist leichter, wenn der Bauch voll und die Rüstung anständig ist. Na, das ist klar. Halt, was darüber? Hexer? Nein. Nein. Was soll ich tun? Findet den. Gut. So, der Fischerkönig soll sich breit halten und wir reden dabei mit Toril. Ich muss Alvin hier wegbringen. Ich darf nicht zulassen, dass ihm etwas zustößt. Der Kleine liebt euch so, wie ein Sohn seinen Vater liebt. Wir töten keine Kinder. Nehmt ihn mit. Och, das ist aber nett. Danke. Ritter des Ordens. Die alle gleich aussehen. Ja, fast alle. Gerade immer so merken. Das ist eine Falle. Sie greifen an. Ah! Schnell, Leute! Schützt das Kind! Scheiße! Alvin, nein! Mist. Ja, der ist weg. Da könnte überall sein. So, Zeit, dass wir helfen. Dass wir helfen. Verdammt, Jara. Zeit, dass diese Leute merken, dass wir helfen können. Und auch werden. So. So, weiter geht's. Ah, so, Ritter des Ordens. Naja, es ist bei so vielen Kriegern schon ein bisschen mit der Steuerung nicht gerade einfach. Das sagt, es ist ein bisschen blöd gelöst von dem Spiel mit der Steuerung. Weil im ganzen Spiel tauchen selten viele Massen von Kämpfern auf. Hier, Kommandeur des Ordens. Der Anführer des Ordens, das sagt diese Einheit. Naja, hatte mir mehr erhofft. Irgendwie. So. Naja, das ging ja mal relativ schnell. Das ging auch relativ schnell. Müßiggang macht mich gereizt. So. Wir tun dann dabei alles nehmen, was ein bisschen übrig gelassen wurde. Gold zum Beispiel, man kann da nie genug haben. Den braucht man ja auch. Gold wird immer gebraucht. Heilige Axt. Der heilige Axt. Kann man dazu, oder? Ja. Danke. Heilige Axt. Die eine heilige Axt des Ordens, aha. Und hier nochmal ein paar. So, einen kleinen Moment. Wir können ganz kurz speichern. Man weiß ja nie, was passiert. So, nachdem wir nun den Elfen geholfen haben, Zeit, dass wir mal zu Rittersporn gehen. Alvin ist da leider weg. Naja, hätte besser ausgehen können. Aber, wie man immer so schön sagt, es geht nie alles gut aus. Ja, Seeufer. So, jetzt segeln wir mit dem Fischerkönig weg, wenn er Laune hat.
So. Es müsste doch dann bestimmt auch das Ende des vierten Kapitels langsam sein. Der Orden, das soll gerade nicht schön gewesen sein. Das werden Orden wieder ein bisschen gedämpft haben. Die Niederlage gerade. So, können wir gleich mal unser neues Schwert ausprobieren. Bei diesem Weaver. Ja, das haut ganz schön weg. Nicht schlecht. So. Das war's schon. Gefällt mir. Ah, der weiße Reiler. Sehr schön. Vielleicht können wir noch mal mit der reden. Vielleicht. Hallo. Weißer Reiler, ich bin's, Geralt. Hallo. Hector? Was ist... Elende Fanatiker. Kein bisschen professionell. Sie nahmen mir mein... Naja. Wie ist es gelaufen? Komm. Ich habe mich schon aus... Lebt. Naja. Darüber. Von Siegfried persönlich. Ja. Ich hab... Habt ihr... Wollt ihr es nicht... Kommt schon. Ein mürrischer Griesgram? Ein Schwachkopf? Nur weil ich keinen Grund sehe, die ganze Zeit... Tja. Naja, wenn er keinen Grund hat zu reden... Ja, dann schon. Aber nicht schlecht. Von Siegfried persönlich. Naja, Siegfried hat sich ganz schön hochgearbeitet, was das angeht. Nicht mehr der Idiot von früher. Widersprochen. Geralt. Hinweis. Wir sind noch nicht mit den Salam. Erfürcht. Ihr F. Und wack. Gehen wir. Jep. Geralt. Geralt? Das. Was ist? Alwin hat ein. Wir müssen zurück. Also da. Nach euch. So. Und ab nach Vizima. Oh mein Gott. Gibt's keine bessere Unterhaltung? Können wir nicht Rittersporn töten, bitte? Es ist wie bei Asterix Obelix mit diesem Kerl, der mit seiner Harfe immer spielt, die uns auch an Baumann binden. Können wir das nicht auch mit Rittersporn machen, bitte? Oh, Alwins Hund. Oh, tschüsseli. Da war der Neipriester weg. Komisch. Oh. Verstärkung des Ordens. Ja, ich glaube, die werden es nicht schaffen. Oder besser gesagt, die Elfen sind schon über alle Berge, wenn die eintreffen. Können nur wieder blöd gucken. Laden. So. Doch, der Deich. Ja, endlich mal wieder zurück. Kommen wir nun mal wieder zurück, ey. Wie früher. Ganz schöner Nebel. Komisch. Ja. Ich kann mich gar nicht an so viel Nebel erinnern. Wir werden bald Vizima erreichen. Riechst du das? Riecht ihr das? Ja. Rauch. Etwas brennt. Schwer und stickig. Wie strohgedeckte Hütten. Geralt, seht! Verdammt, Geralt, seht! Ha! Hab recht gehabt. Oh. Das... Oh, ganz Vizima brennt. Verdammt, ihr solltet ins... Wir sollten uns niemals an... Zum Glück haben wir... Die Nase auf dem Boden immer... Alt wie sie. Es ist vermutlich der... Wir müssen dort hinein. Geralt. Gehen. So. Zeit, dass wir gucken, was da los ist. Und Vincent Mais. Ah, mein Kumpel. Vincent. Alles aus. Ich wusste... Seid gegrüßt. Ich bin für König Radovids Sicherheit verantwortlich, solange er in... Ist voll... Ja, er ist in Alt-Vizima. Ja. Seit wir wissen, wessen Befehle wir befolgen... Ich muss nach Alt-Vizima. Was ist los? Ich habe einen Auftrag für euch, Rittersporn. Es geht um... Warum habe ich bloß... Es stimmt. Abgemacht. Rittersporn wartet im Lager des... Neue Region. Naja, ich mir tun trotzdem mal. König Radovid, hallo sagen. Zeit grüßt Geralt.
Euer Ho. Glückwunsch zu der Sache mit dem Professor. Der anmaßende Pimpf wollte mich einmal... War mir ein Ver... Was führt euch... Ja, ich... Gut. Wie ist die... Totales Chaos. Aber dank meiner... Verstehe. Ich... Lebt wohl. Vertraut wird noch was zu sagen. Jetzt nicht. Gut. Kommt dem König nicht zu nahe. Ich bin doch nur ein Dichter. Viel Glück übersporen, Geralt. Seid ich aber glaubt ihr Bisch. Gut. Ah, Carmen. Hallo. Danke. Da. Wie? Die reden immer noch von euch. Und schön. Sie behandelt Kranke und verwundet. Verstehe. Leider habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich werde versuchen. Ah, das ist aber schön, dass Carmen Schani versteht. Gebt auf. Das werde ich. So. Vincent. Viel Glück, Hexer. Ja, wir kümmern uns gleich mal um die Soldaten des Ordens da oben. Wenn wir schon mal dabei sind. Und schon wieder ein Hauptmann der Wache. Und was sagst du? Unser Kommandeur hat uns verboten, für eine Seite in den Kampf zu ziehen. Das verstehe ich nicht. Ah, Sultan! An der Front ist es ruhig. Hier ein kleines Scharmützel, da ein paar Pöbeleien und dann ist wieder Ruhe an der Front. Yevhen hat gesiegt. Wie ist das? Als der Orden anfing, Frauen und Kinder zu töten, haben selbst... Vielleicht wollte der Groß... Als wäre es nicht schon schlimm genug gewesen, sind auch noch Gerüchte aufgetreten. Was macht... Wir müssen die angreifenden Ritter abwehren. Shani. Sie hat eine Art Feldlazar... Natürlich. Dann. Dann. So. Ja. Stellst du den Hexerschwert hier, das ist geil, ey. Hat er immer gesagt. Super Waffe, ey. So. Oh, kommen schon wieder neue. Ich knöpfe mir. Da, kein Vorschlag. Und los. Zeit, dass die mal merken, dass sie keine Chance haben. Ui, schnell. Es sind einige, die hier kommen. Ja, lass mich halt bitte mitkämpfen. Mitkämpfen! Kann ich mal bitte? Sultan, ich will doch mitkämpfen. Der Elfen geht auf. Ja, die Elfen werden viel noch überleben, mein Freund. Boah, Geralt ist da voll das Asshole, ey. Wie geil der kämpft. Badass, geil. So. Ich fürchte den Tod nicht. Oh, ist schön. So ist er. Genug. Genug. Oh. Gut, ich würde sagen, Zeit, dass wir uns mal zurückziehen. So, wir verteidigen mal die vorderste Front, meine Lieben. Während die anderen... Wir verteidigen die vorderste Front, meine Lieben. Die vorderste Front wird verteidigt. Von Geralt von Riva, meine Lieben. So, vierfach. Ich schaffe sogar fünffache. Oh, fünffache Kombo. Nicht schlecht. Und. Oh. Hui, hui, hui. Ja, halt. Das war nicht gerade nett. So. Ich würde sagen, ich gehe noch ein bisschen vor, falls neue kommen. Jetzt sollen sie erst an mir vorbei. Der Scheißorden, der Scheißflammenrose! Sultan. So, ich würde sagen, Zeit, dass wir gehen. Jetzt sehe ich, dass wir siegen werden. Mhm. Dann los. Ab nach Alt-Vizima.
So, Alt-Vishima. Ui, Alt-Vishima. Also eigentlich ist hier die Pest ausgebrochen. Man hat versucht, andere Dinge damit neid zu tun, dass sie auch an Pest sterben. Also das ist wirklich schlimm. Und diese Pest scheint wieder schwarze Tod zu sein. Nur eben ein bisschen früher. Euer Hoheit, das ist Wahnsinn. Ihr solltet euch nicht solchen Gefahren aussetzen. Wartet hier und lasst mich eine stärkere Streitmacht ausüben. Ah, Volltest. Und Wählerrat. Unsinn. Dies ist meine Stadt, die Hauptstadt meines Königreiches. Ich regiere dieses Land und ich weigere mich, wie ein Dieb durch seine Gassen zu schleichen. Euer Hoheit, seid still. Ihr wisst doch selbst, dass diese Geheimdienstberichte das Papier nicht wert sind. Ich will mich persönlich überzeugen. Ich glaube. Oh. Anderlinge greifen an. Beschützt den König! Oh, der König hat was drauf, ne? Für die Freiheit! Tötet die Däune! Oh. Ja, das sind auch Leibwachen. Oh. Das sind auch Wachen, die man nicht braucht. Der Großmeister. Der Großmeister. Wir sind gerettet. Des Ordens der Flammenrose. Ui. Das ist doch mal ein Feuerzauber, wie ich ihn gern beherrschen würde. Ihr seid zurück, euer Hoheit. Oh, der rennt aber schön. Zu spät. Euer Königreich braucht eure Hilfe. Oh. Ihr solltet wissen, dass Könige nie zu spät kommen, Chuck. Euer Hoheit, Flammen verzehren Chakeste, und das Blut eurer Untertanen lässt die Rinnsteine überlaufen. Dies ist nicht die Stunde für Worte. Taten sind gefragt. Und was schlagt ihr vor? Gestattet mir, eure Armee zu befehligen und gewährt mir Handlungsfreiheit. Oh. Niemals. Nur über meine Leiche. Diesmal war es knapp. Nächstes Mal kommt meine Hilfe vielleicht zu spät. Chakeste, Altersberg. Ich habe genug gesehen. Velarat, zurück zur Burg. Chakeste, Altersberg. Großmeister des Ordens der Flammenrose. Naja, das passiert, wenn zwei mächtige Leute aneinandertreffen. Ja, ja halt. Was macht er denn hier? Er war urplötzlich da. Dafür scheint er eine Begabung zu haben. Was soll ich mit ihm machen? Er kommt mit uns. Ich muss etwas mit ihm besprechen. Okay. Na, wir kommen gerade richtig. Burg. In der Burg des Königs. Naja, das ging aber schnell, würde ich mir meinen. Ja, die Pest war eigentlich schwarz von 1318 bis 1353. Hexer von Riva. Ja. Euer Hoheit, ich bin geehrt. Wie ihr euch sicher denken könnt, habe ich euch nicht aus einer Laune heraus hierher gerufen. Eine ernste Sache bedrückt uns. Ich habe alle versammelt, die helfen können. Sprecht mit ihnen und denkt über... Wie ihr wollt. In der Zwischenzeit bedürfen gleichermaßen bedeutsame Dinge... Ich höre zu. Hexer, stellt euch vor, ihr kehrt von der Jagd auf ein Ungeheuer, auf eine Kikimore beispielsweise zurück. Mist. Und müsst feststellen, dass... Euer Hoheit. Ich bin noch nicht fertig. Eure Statthalter haben versagt. Ein Verräter will euch aus dem Haus eurer Ahnen vertreiben. Werdet ihr da... Euer Hoheit. Euer Heim ist auch das Zuhause der Elfen und Zwerge, die... Die Feuer und die Toten gehen auf ihr Konto. Das könnt ihr nicht leugnen. Brauch ich jetzt Tee. Aber... Vielleicht solltet ihr eure königliche Güte... Vielleicht. Wir schicken Velarat als Unterhändler. Vielleicht erschießen sie ihn seiner elfischen Züge wegen nicht. Ich scherze. Es ist... Ich bin mir sicher, ihr habt recht. Eure Hoheit. Euer Immer Hoheit. Schön. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Sprecht mit diesen klugen Köpfen. Sammelt ihre Weisheit. Ich werde... Mein Diener ruft euch. Okay. Ah, König. So, wir sind in der Burg von ihm. Das ist schön. Und ich würde sagen, hier machen wir mal Stopp und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.